Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Ja, was soll ich noch sagen? Nee, ich habe jetzt, es ist schon wieder ein paar Tage her, ehrlich gesagt, dass ich wieder aufgenommen habe. Und ich muss jetzt mal für die, was ist das denn? Warum zeigt er mir das hier die ganze Zeit? Für die Feiertage ein bisschen vorarbeiten. Nicht, weil ich so viel zu tun hätte an den Feiertagen. Eigentlich bin ich tatsächlich nur am 24. bei meiner älteren Schwester und meinen ganzen Brüdern und hast du nicht gesehen, also nicht alle, aber ein paar. Und ja, ansonsten hätte ich auch Zeit, aber ich weiß halt nicht, inwiefern ich es hinkriege, da in dem Haus, wo ich wohne, in letzter Zeit, da sind wohl ein paar neue eingezogen und seitdem ist hier Halligalli irgendwie jeden Tag oder so gut wie jeden Tag, besser gesagt. Und gerade was Wochenenden betrifft und wahrscheinlich dann auch Feiertage, ist das hier ganz schön nervig. Und auch in den Zeiten, wo man sowas nicht macht, also sprich, sag mal schnell, jetzt komme ich nicht drauf. genau, von 10 bis, also von 22 Uhr bis 7 Uhr morgens oder so und von 12 bis 15 Uhr. Also die Ruhezeiten werden auch nicht eingehalten. Gut, das haben die jetzt gemerkt, warum auch immer. Und ich habe mich auch schon öfters beschwert, weil in der Woche ist es mir eigentlich relativ egal. So, die aber Wachen hier sind sehr aufmerksam. Auch so über den Tag. Was? Da bist du! Ich ist ja nicht so, dass ich mich da jetzt immer drüber aufrege bei denen, aber es gibt so Zeiten. Stress das, du Ratte! Gerade abends, wenn ich im Bett liege. Und das ist meistens nicht mehr abends, das ist meistens eher nachts. Er gehört mir! Und ich schlafen möchte. Dann möchte ich schlafen, dann möchte ich nicht noch stundenlang komische Techno-Musik hören. Also ich kann diese Musikrichtung so an sich nicht leiden. Und dann noch muss ich mir das antun. Und ja, gut. Also ich muss noch, ja, wie gesagt, ein paar Folgen aufnehmen. Nebenbei sorge ich natürlich immer noch dafür, dass in Elex der Charakter hochgelevelt wird. Was nicht so einfach ist. Auch wenn ich jetzt einen Weg gefunden habe, dass das alles ein bisschen schneller gehen kann. Gut, Level nicht unbedingt, aber das Prinzip des Punkteverteilens. Und eigentlich bin ich schon seit, ich habe keine Ahnung, ich habe seit der letzten Aufnahme bin ich wirklich schon insgesamt bei 24 Stunden. Entschuldigung, die ich dazu gespielt habe, wo ich eigentlich nur durch die Welt bin. Wir sind eine Mauer! Haltet den Gegner auf! Ich muss weiter! Dafür lasse ich dich leiden! Ich wollte schon sagen, ist jetzt erfahren. Ja. Oh Mann. Entschuldigung. Trinkt man schon Wasser. So. Ja, was noch nebenbei. Also für Elex die Vorbereitungen laufen, dass man da das Ende dann sieht. Bald irgendwann nebenbei versuche ich immer den Hybriden wieder zu besiegen, um zu gucken. Also ich speichere vorher natürlich immer ab und versuche den zu besiegen. Bis jetzt hat es natürlich noch nicht geklappt, sonst wäre die Aufnahme auch schon da. Mann, was ist denn los schon wieder? Oh, also schon da im Sinne von, ich hätte sie schon aufgenommen und müsste nicht mehr in Elex die ganze Zeit rumlaufen, um irgendwie noch irgendwas hinzukriegen. Ja, was wollte ich sagen?
denn hier los? Oh. Verdammt. Ach ja, genau. Nebenbei dann auch noch, nehme ich schon Darksiders auf. Ark läuft nebenbei auch noch her. Ich will eigentlich immer noch Doom aufnehmen. Mal auf jeden Fall nach den Rollenspielen irgendwie mal was zu haben, was ein bisschen einfach nur rumballern ist. Also ich sag's mal ganz konkret, einfach mal so ein bisschen wieder aus dem Trott rauszukommen. Deswegen Doom wollte ich eigentlich sowieso schon lange aufnehmen und habe auch schon 4-5 Folgen aufgenommen. Aber bis dahin nichts mehr gemacht. Und das muss auch mal anlaufen, dass ich damit auch fertig werde. Da ich es schon toll fände, mal wieder auch sowas mit euch zu spielen. Ja, Fallout steht auch noch irgendwo auf der Liste. Also ich habe wirklich eine Liste, die wirklich weitreichend ist. Und ich freue mich auch schon auf das neue Jahr, ehrlich gesagt. Wenn es wieder ja, neue Spiele gibt. Da gibt es ein paar, auf die ich dann später in eine oder am 24. auf ein extra Video, wie letztes Jahr eigentlich, eingehen werde. Und ja. Jetzt kümmern wir uns aber erstmal wieder um Assassin's Creed, auch wenn wir hier nur rumlaufen gerade, um zum Ziel zu kommen. Boah, mein Hals hier wieder. Schrecklich, sag ich dir. Ich habe vorher noch Tee und Honig getrunken. Also getrennt natürlich. Nein, zusammen. Ich stelle mir jetzt gerade vor, getrennt. Erstmal so den Honig hineinkippen und dann heißes Wasser mit, also Tee, kochend heißen Tee hinterher kippen. Ja, ist bestimmt gut. Laufe ich eigentlich richtig? Irgendwie. Jetzt geh doch mal weg. Was soll der Mist? Ich will hier hin, weißt du? Und muss erstmal hier hinkommen. Vielleicht haben wir auch erstmal das. Das liegt gerade auf dem Weg. Guten Tag. Warum nehme ich kein Pferd? Und warum hole ich es jetzt, wo es eigentlich schon wieder sinnlos ist? Oh, die tägliche Quest könnten wir auch noch machen, ja. Das war... Ich glaube, ich mache erstmal den großen Platz. Drin? Jo. Magi, ein paar dieser dreckigen Banditen rauben meine Kunden aus. Das liegt höchstwahrscheinlich nicht auf meinem Weg. Alter, mein Pferd rennt alle um. Jetzt bleib mal hier. Ich erinnere mich noch damals an Red Dead Redemption 3. Red Dead Redemption auf der PS3. So. Aber wenn dein Pferd gepfiffen hast und es kam und wird gerade, also willst zu ihm um aufspringen, ist es immer weitergelaufen. Das war hart nervig. Wow. Voll ins Wasser.
Mit ein bisschen Glück müssen wir die Banditen nur vernichten. Wir müssen nicht nochmal zurück. Könnte ich aber. Verschaff du mehr Zeit! Ich muss weiter! Herr, wo ist er denn jetzt? Da bist du ja! Töte ihn doch noch gerade. Der Töpfer hat ein Messer. Ist doch noch ein ganzes Stück. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Was soll der Geist? Es ist unehrenhaft, endlich! Dann trage ich sie tot! Du hast einen Bogen in der Hand, du, da schlägst du eher selten mit. Das Auftrag ist erledigt. Ich gehe zu ihm. Das wollte ich doch eigentlich. Alter, was soll denn der Mist? Ach so, Final Fantasy Square. Das steht da so blöd. Also eigentlich steht da gar nichts. Ich habe aber davon gelesen, dass da irgendwas mit Final Fantasy kommen soll. Ist das jetzt ein Grund, mir die ganze Zeit damit auf den Sack zu gehen? Alleine, da ich sowieso kein wirklicher Fan von Final Fantasy bin. Also auf jeden Fall nicht von dem, was heute so heißt. Ja. Ich mochte die alten noch, dieses Rundenbasierte. Da könnten wir sogar schon hin, ne? Es ist wahrscheinlich sogar das. Irgendwie würde ich das nämlich gerne weghaben. Und Reda wird da auch irgendwo sein. Verdammt. Schafft's mein Pferd? Ich bezweifle das. Jetzt wieder. Na, verdammt. Ja, eigentlich schon, ja. Hey! Verdammt, shit. Ach, was interessiert er mich eigentlich? Hey, hier gibt's ein Problem! Was? Aber gleich wieder weg. So.
Na, komm. Ja, jetzt aber. Gleich mal. Dankeschön. Was sind da Hyänen? Ernsthaft? Drei mit einem Schlag. Schön ist, wir müssen jetzt die Sachen nicht mehr einsammeln, wenn wir sie so bekämpfen. Mit dem Schwert oder halt Messern. Schleichangriffe oder so. Denn er sammelt dann gleich automatisch. Ja, ich glaube, das wird nur ein Stückchen dauern, ne? Gleich haben wir es geschafft. Oh, neue Quest. Oh. Okay, was müssen wir jetzt hier machen? Ernsthaft? Bei allen Göttern. Schickt man uns eine Botschaft vom Himmel? Es ist, als würde Re persönlich zu uns herabsteigen. Dann wo ist das jetzt eingeschlagen? Ja, ne? Ist das nicht eine Quest oder so, die ich aktivieren kann? Da ein Geschenk der Götter. Die Feuerkugel hat einen Eingang zu diesem Grab freigelegt. Das ist ein Zeichen der Götter. Ich würde den Stein mitnehmen. Ich frage mich, könnte sich das auf die Sonnenuhr beziehen? Warum redet Zahl ist wohl wichtig. Ah, mein Headset ist zu lösen. Löse das Sonnenuhrrätsel, ja. Diese Zahl ist wohl wichtig. Ach so, ja gut. Er schickt mich schon in die richtige Richtung. Aber mal ganz ehrlich, was soll das für Rätsel sein, wenn er uns doch sowieso schon in die richtige Richtung bringt und dann ist es ja nicht mehr schwierig. Wow. Achso, ist er hier. Okay, gut. Nimm alles zurück. Ist das die Sonnenuhr, die in dem Grab dargestellt wurde? Ja, die Zeit ist noch nicht, ne? Ich kann auch jetzt hier nicht die ganze Zeit warten.
Und jetzt? Ich kenne mich leider mit den neuen Final Fantasy Dingern überhaupt nicht aus. Ne? Ich habe keinen Bezug jetzt zu dieser Logik hier. Ich weiß halt auch nicht, was ich machen soll, wenn die Dinger offen sind. Es passiert was. Jetzt? Tja, ich glaube, ich muss die Folge beenden und erstmal gucken, was ich hier tun soll. Tja, der wandert jetzt erstmal da und ich muss mal gucken, was passiert, wenn er die erreicht hat. Also wenn er einmal den Tag eigentlich beendet hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wenn ich hoffentlich weiß, was hier überhaupt Tachlis ist. Bis dahin.